Morgen, Leute. Ein neuer Tag. Ein neuer Vlog. Oh, ich bin irgendwie müde. So, entschuldigt dieses Chaos im Hintergrund. Und ja, ich habe übrigens meinen Schreibtisch jetzt doch wieder hier hinten hingestellt, weil ich nämlich in letzter Zeit sehr viele Reels hier in meinem kleinen Zimmer drehe. Und dafür brauchte ich einfach da, wo der Schreibtisch jetzt die ganze Zeit sonst stand, da einfach Platz und eine freie Wand. Und deswegen habe ich wieder umgeräumt. Hier sieht es furchtbar aus. Generell sieht es hier überall furchtbar aus. Und das ist auch etwas, was ich jetzt gleich erst einmal angehen werde. Und zwar gibt es ein kleines Clean with me in diesem Vlog. Vielleicht auch gar nicht mal so klein. Mal schauen. Ich mache jetzt aber trotzdem so ein kleines Get ready with me für euch, denn ich habe gleich auch noch einen Friseurtermin. Das heißt, ich fahre nochmal raus und bin jetzt nicht nur zu Hause am Aufräumen. Und ja, ich hatte euch auch nochmal in meiner Story gefragt, was ihr gerne in Vlogs sehen möchtet. Und da wurde häufiger genannt, dass ich Favoriten zeigen soll und ein Get ready with me. Deswegen zeige ich euch, wie ich mich im Moment schminke. Im Moment nehme ich wieder die Fenty Beauty Foundation. Die hat nämlich eine höhere Deckkraft, weil ich gerade so ein bisschen Hautprobleme habe. Also was heißt Hautprobleme? Hier habe ich mich ja verbrannt. Das ist jetzt halt so eine rote Stelle. Hier habe ich einen dicken Pickel. Hier habe ich einen Verhaltenpickel. Gerade ist irgendwie, weiß ich nicht, meine Haut spielt verrückt. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch sehr schlecht gegessen in letzter Zeit. Ich habe irgendwie so eine kleine Obsession entwickelt für Pizzabrötchen, gefüllt mit Käse, Oliven und Peperoni. Naja, was rede ich hier? Also ich trage jetzt hier erstmal mit meinem Pinsel, der ist von It Cosmetics, meine Fenty Foundation auf. Und die hat echt eine gute Deckkraft. Ich nehme aber nicht viel davon, aber das ebnet halt einfach so komplett einmal das Gesicht. Das finde ich sehr schön. Dann braucht man wenigstens nicht irgendwie noch 10 Kilo Concealer oder so, sondern das mache ich einmal so ins ganze Gesicht. Dann habe ich einfach so eine gute Basis geschaffen und dann nur noch auf die Pickelchen so ein bisschen und unter die Augen Concealer. Und dann reicht das auch. So, das hätten wir. Concealer natürlich wie immer Catrice Liquid Camouflage, wie schon seit 30 Jahren gefühlt. Kommt hier unter die Augen ein bisschen und auf den Pickel und hier. Ich hatte das ja im letzten Vlog schon so ein bisschen angeschnitten. Ich habe echt gedacht und ich habe das auch so groß verkündet, dass irgendwie dieses Jahr sich alles so um Interior und Dekoration und Haus einrichten und so drehen wird. Und was ist passiert? Rein gar nichts. Ja, da habe ich wohl ein bisschen schon zu weit vorgegriffen. Aber was ich jetzt mit großer Gewissheit sagen kann, 2023 wird sich sehr viel um Interior drehen. Ich werde sehr viele Räume gestalten. Ich muss ja ein ganzes Haus gestalten, ne? Und das mache ich natürlich dann nach und nach nächstes Jahr, wenn wir dann auch endlich eingezogen sind. Ja, auf jeden Fall pudere ich gerade mein Gesicht ab mit dem Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Puder. So, so sieht's aus. Jetzt werde ich mein Gesicht ein bisschen aufwärmen, weil gerade sehe ich aus wie ein Geist. Und dafür nehme ich jetzt gerade mal den Hoola Glow Bronzer. Ja, auf jeden Fall nehme ich hier so einen fluffigen Pinsel und trage den Bronzer immer hier einfach so auf meine Wangen auf, hier ein bisschen hoch zur Stirn. Ach ja, ich wollte ja gucken, was ihr euch noch so wünscht für den Vlog. Kannst du etwas backen? Leute, ich habe das schon mal häufiger erzählt, aber ich bin echt keine gute Bäckerin. Also manchmal, also ich habe das schon mal erzählt und da haben mir welche geschrieben, das kann aber auch an eurem Backofen liegen. Bei mir wäre es, also der Person, die mir das geschrieben hat, wäre das auch so gewesen. Wir haben halt ja so einen uralten Backofen, der auch nicht mehr so richtig funktioniert. Und ich habe das Gefühl, egal was ich backe, alles wird irgendwie nicht richtig. Also irgendwie auf der einen Seite verbrannt, auf der anderen Seite nicht. Dann ist es mittendrin irgendwie doch noch nicht durch. Wenn ich es länger lasse, ist es total trocken. Aber wenn wir dann mal ins Haus gezogen sind und ich meine niegelnagelneue Küche habe, dann werde ich mich da nochmal dran begeben. Und dann gibt es bestimmt auch mal das ein oder andere Kochvideo. Weil, das muss ich ja ehrlich sagen, ich habe ja die Küche auch extra so ausgerichtet mit dieser Kücheninsel. Und auf der Kücheninsel ist ja auch die Herdplatte und das habe ich halt auch so gemacht, weil ich wusste, ich möchte Kochvideos drehen. Und so kann man nämlich viel besser Videos drehen, weil jetzt ist es immer schwierig, weil ich ja gegen die Wand gucke. Wo soll ich dann die Kamera hinstellen? Dann kann ich mich immer nur von hinten filmen. Aber das ist jetzt zu kompliziert. Das finde ich im Moment sehr schön von Benefit, die Farbe Pompom. Das sieht so aus. Den trage ich sehr weit oben hier auf meine Wangenknochen auf und ziehe das richtig so auf die Schläfen hoch. Und das soll halt das Gesicht so liften. Und ja, mit 30
kann man ja langsam mal diese Tricks anwenden, ne? Was meint ihr? Aber ich finde das echt so ganz schön. Irgendwie wirkt das dann alles so ein bisschen hochgezogener. Deswegen trage ich jetzt mein Rouge immer hier so hoch an den Schläfen auf. Und nicht mehr so hier, wisst ihr, wie ich meine? Aber ich nehme meistens auch noch so ein bisschen Rouge und gebe mir das auf die Nase und so ein bisschen aufs Kinn und hier oben auf die Stirn. Dadurch wirkt einfach das Make-up wesentlich natürlicher. Das sieht dann aus, ob man da noch so ein bisschen eine Röte durchsieht, wenn ihr versteht, was ich meine. Fixing Spray am allerliebsten, All-Nighter von Urban Decay, kann ich hundertprozentig empfehlen. Das Make-up hält viel besser, sieht viel natürlicher aus. Und ich verblende das hier nochmal gerade so ein bisschen mit meinem Puderpinsel. Ich mag keine harten Kanten. So, und jetzt ordentlich sprühen, Leute. Nicht nur ein bisschen, nicht nur so. Und dann sagen, ich habe Fixing Spray benutzt und sich dann beschweren, dass das gar nichts bringt. Nein, ihr müsst euer Gesicht nass machen. So. So. Das Gesicht muss nass sein. Und dann nehme ich sogar immer einen Fächer, damit es einfach ein bisschen schneller trocknet. Ich weiß, das ist total bescheuert für viele wahrscheinlich, aber so schminke ich mich halt. So, das Gesicht ist trocken und ich finde, jetzt hat man so ein richtig schön natürliches Finish. Nachher pudere ich nochmal so ein bisschen unter den Augen ab und so ein bisschen in der T-Zone, weil das mir sonst ein bisschen zu viel glänzt. Aber ansonsten finde ich das eigentlich immer sehr schön. So, jetzt nehme ich hier mein Augenbrauenbürstchen. Ich hatte mir ja letztens in meinem Quarantäne-Vlog ein Augenbrauenlifting selber zu Hause gemacht. Falls ihr es nicht gesehen haben solltet, schaut euch den Vlog sehr gerne an. Und deswegen kann ich jetzt immer so schön meine Augenbrauen nach oben bürsten. Ich finde auch, das liftet das Gesicht immer so krass. Guckt euch mal die Seite an und dann die andere Seite. Ich finde, das ist schon immer ein großer Unterschied. Und jetzt sieht man, dass ich so ein bisschen Lücken da drin habe. Und deswegen nehme ich jetzt meinen Augenbrauenstift. Und dann nutze ich eigentlich am liebsten im Moment den Precisely My Brow Pencil, weil der halt so eine dünne Spitze hat, aber irgendwas aus der Drogerie tut es da auf jeden Fall auch. Und dann male ich mir noch so ein paar Härchen dazwischen, immer wo ich irgendwie eine Lücke sehe. So hier an der Stelle zum Beispiel. So, die Augenbrauen werden dann fertig. Finde die irgendwie im Moment richtig cool so. Gefällt mir richtig gut. Und jetzt male ich mir einen kleinen Eyeliner, so einen ganz, ganz feinen, nur außen. Und ich finde, das macht irgendwie bei meiner Augenform voll den Unterschied. Ich nehme auch hier wieder was von Benefit, das ist der The Real Extreme Precision Liner. Ich sage euch ehrlich, wie es ist, ich finde den nicht so gut. Der malt manchmal irgendwie nicht. Also ich finde, für das Geld kriegt man einen besseren Eyeliner, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Ich habe den jetzt nun mal, deswegen nutze ich den, aber auch hier aus der Drogerie von Catrice oder so. Ein brauner Eyeliner ist viel besser. Ich nehme braun, weil es einfach nicht ganz so hart aussieht wie schwarz. Und den setze ich immer ganz am äußeren Augenwinkel an, so. Und ziehe mir dann einfach einmal eine Linie hoch. So. Und dann verbinde ich die Linie mit so einem ganz kleinen Dreieck, nur ganz außen an meinem Augenwinkel. Seht ihr das? Ich habe ja so ein kleines Dreieck dahin gemalt und das fülle ich jetzt aus. Ja, aber so sieht das aus. Wirklich nur so ein ganz kleines Schwänzchen hinten am Auge letztendlich. Aber das macht einen großen Unterschied, glaubt mir, Leute. Das gleiche mache ich natürlich auch auf der anderen Seite, wenn der doch mal malen würde. So, sollte natürlich ungefähr gleich sein. Hoffen wir mal, dass das auch der Fall ist. Und auch hier male ich mir dann wieder so ein kleines Dreieck da dran. Und das war's auch schon. So, jetzt habe ich mein kleines Schwänzchen da an den Seiten und jetzt nehme ich eine Mascara. Im Moment nutze ich sehr gerne diese hier von Tarte, Tarte Let Mascara. Die mag ich im Moment sehr gerne. Irgendwie verlängert die Wimpern gut, die biegt die irgendwie von alleine nach oben. Ich habe nämlich gerade so gar kein Lash Lifting mehr. Meine Wimpern sind gerade wieder ganz gerade und die macht das echt richtig gut. So, die Wimpern sind getuscht. Ich habe mir jetzt auch schon meine Lippen umrandet. Und zwar mit meinem Lieblings-Lip-Liner von Charlotte Tilbury. Das ist die Farbe Pillow Talk. Ja, ist, finde ich, irgendwie so die perfekte Farbe. Und jetzt nehme ich von Charlotte Tilbury meinen derzeitigen Lieblingslippenstift. Und zwar nennt der sich Dance Floor Princess. Ja, und das ist so ein schönes Nude-Rosa. Und damit, ja,
fülle ich einfach nur meine Lippen aus. Der ist schön cremig, der hat eine schöne Deckkraft und ja, das ist der fertige Make-up-Look. So ein bisschen mein Alltags-Make-up, wenn ich mich denn schminke. Um 15.30 Uhr habe ich auch einen Friseurtermin, der ist auch dringend notwendig. Den hätte ich eigentlich schon längst gehabt, aber dann hatte ich Corona, musste absagen. Ich bin aber so richtig stolz auf meine Haare, muss ich sagen. Das sind einfach meine echten Haare, nur ein bisschen verdichtet mit ein paar Extensions. Aber dass allein meine echten Haare so lang sind, schau ich das mal an, das ist mein echtes Haar. So lang und so gesund auch. Ich habe halt wirklich ja seit Jahren nichts Großartiges mehr mit meinen Haaren gemacht. Ich habe ja früher super häufig hell gemacht, dann wieder dunkel. Dann war ich teilweise mal braun. Dann habe ich sie mir abgeschnitten. Dann habe ich sie mir mit Extensions wieder ganz lang gemacht. Dann wieder kurz. Und mittlerweile habe ich die echt gezüchtet. Und wir färben wirklich nur einmal im Jahr. Und das ist jetzt ja auch schon wieder einige Monate her, seit ich das letzte Mal Balayage bekommen habe. Ich lasse das dann einfach rauswachsen. Das sieht doch sehr natürlich aus. Und ich habe jetzt noch so ein paar Tapes drin, die einfach zur Verdichtung da sind. Hier, die sieht man. Die sind aber jetzt auch schon wieder gute. Ihr seht es, wie weit die rausgewachsen sind. Dann wird es langsam ein bisschen kritisch. Dann fängt es an, dass die sich halt so drehen. Und dann sieht man das schnell. Deswegen, ja, werden die heute wieder hochgesetzt. Das mit dem Aufräumen klappt wirklich unfassbar gut. Es sind jetzt 2 Stunden vergangen. Es kam nämlich die Post und da kam ein großes Paket mit einer Einladung zu einem Musical, zu einer Gala-Premiere. Das war mir nicht klar. Also ich wusste von diesem Musical, dass ich da hingehe. Mir war aber nicht klar, dass das eine Gala-Premiere ist. Und deswegen habe ich jetzt gerade noch die letzte Stunde damit verbracht, nach einem Kleid online zu suchen und eins zu bestellen. Ja, und jetzt muss ich eigentlich in einer halben Stunde schon los. Und ich habe hier noch nichts gemacht. Oh, ich bin so super. Ich mache jetzt wenigstens schon mal das Badezimmer. Das werde ich in einer halben Stunde auf jeden Fall jetzt erstmal noch schaffen. So, ich bin jetzt auch schon in Mülheim angekommen und jetzt geht's für mich zu Friseurkunst Ondé. Und Philipp hat mir gesagt, er kommt heute schon um 7:30 nach Hause. Ich habe viel später mit ihm gerechnet und ich wollte bis dahin das Haus tipptopp haben. Also ich hoffe, ich bin heute wieder schnell zu Hause und kann auch aufräumen. So, es wird jetzt schon langsam dunkel. Wir haben jetzt 16:45. Ich fahre jetzt wieder nach Hause, aber ich dachte, ich zeige euch schnell meine Haare. Also ist natürlich jetzt kein großer Unterschied. Wir haben einfach nur die Extensions hochgesetzt, um meine Haare zu verdichten und abmattiert und natürlich ein bisschen geschnitten. Ja, und irgendwie im Auto sieht es immer aus, als ob ich voll den dunklen Ansatz hätte, aber habe ich gar nicht. Naja, auf jeden Fall, jetzt geht's nach Hause und dann muss ich schnell aufräumen.
bin mittlerweile wieder zu Hause und habe gerade noch ein Posting gemacht und jetzt werde ich mal weiter aufräumen. Aber ich glaube, hier unten brauche ich eigentlich gar nichts Großartiges machen. Hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Bis auf die Tatsache, dass natürlich die Kissen nicht aufgeschüttelt sind, weil da immer so ein kleiner Hund drauf liegt. Dieser hier, um genau zu sein. Hi! Da brauchen wir gar nicht uns die Mühe machen mit den Kissen, ne? Jo, jo, jo. Hallo, Miley. How's it going? So, erstmal hier natürlich die ganzen Klamotten von der Treppe mitnehmen. Ich lege immer sehr gerne Sachen auf die Treppe, damit ich sie dann irgendwann mit hochnehme. Okay, das ist jetzt mit der Kamera. Ist das natürlich jetzt hier nicht so einfach. Okay. Was geht's, wenn ich jetzt die Kamera fallen lasse? Den Zorn, den wollt ihr nicht spüren. So, okay. Das schmeiße ich dann auch einfach hier rein. Wie die ganzen anderen Sachen. So. Ich würde sagen, ich muss hier vielleicht mal ran. Aber erstmal packe ich das hier weg. Ihr fragt euch, wieso es hier so aussieht. Weil ich nämlich vorhin, kurz bevor ich zum Friseur gefahren bin, panisch mein Portemonnaie gesucht habe. Und ich war gestern mit der Jenny drehen draußen und drinnen. Also wir hatten so einen Content-Tag und dann hatte ich halt ganz viele Klamotten eingepackt. Und ich wusste, dass in irgendeiner von diesen Taschen halt mein Portemonnaie war. Und das habe ich gerade alles einfach nur rausgeschmissen. Ja. Der Boden ist jetzt wieder frei, na Gott sei Dank, und alles aufgehängt. Übrigens, bis dahin sind nur meine Sachen, ne? Hier auf der Seite sind Philips, will ich nur sagen. Ich glaube, das war im letzten Vlog nicht ganz ersichtlich. Auf jeden Fall ist hier wieder alles frei. Und das Schlafzimmer ist auch aufgeräumt. Ich habe gerade übrigens auch noch alles gesaugt. Ja, meine, wir gehen jetzt noch nicht ins Bett. Und ja, hier habe ich auch alles sauber gemacht. So, das reicht jetzt aber auch für heute. Ich würde sagen, bis morgen, gute Nacht. Morgen! So, es ist der nächste Tag. Ihr habt ja schon gesehen, heute Morgen gab es mal Blaubeer-Pancakes. Ich habe euch das Rezept ja dann jetzt eingesprochen oder eingeblendet oder wie auch immer ich das Video schneide. Die waren ganz lecker, aber es ist immer noch nicht so das perfekte Rezept. Ich bin echt immer noch auf der Suche nach dem perfekten Pancake-Rezept. So ganz habe ich das noch nicht gefunden. Naja, wie dem auch sei. Ich mache mich gerade offensichtlich fertig, denn ja, Philipp und ich werden jetzt gleich erstmal was für unseren Podcast einsprechen, für Synapsensalat. Falls ihr das nicht wisst, wir haben einen Podcast zusammen, schon seit einiger Zeit und den kann man überall anhören, wo es Podcasts gibt. Genau, dafür müssen wir was machen und einsprechen und dann geht's zum Haus, da haben wir nämlich heute einen Termin. Und wisst ihr, was sein kann? Es kann sein, dass sich wirklich was getan hat. Aber nicht auf die Art und Weise, dass es besser aussieht, sondern eher, dass es schlechter aussieht. Also es werden wahrscheinlich jetzt die Wandöffnungen gemacht für die neuen Fenster.
Ich bin gespannt, ob man da jetzt schon was sieht, also ob da jetzt schon richtig der Durchbruch ist und die Fenster raus, aber das werden wir einfach gleich sehen. Ich nehme natürlich die Kamera mit, ich muss mal gucken, wie viel ich mitfilmen kann, weil echt super viele Leute gerade im Haus sind. Bevor wir jetzt mit dem Podcast loslegen, möchte ich euch noch eben den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Und zwar ist es Formless Skin. Habe ich euch letztens mal vorgestellt, falls ihr das nicht mitbekommen haben solltet, was Formless Skin ist. Das ist medizinische Hautpflege. Und damit habe ich damals meine Rückenakne wegbekommen. Ich habe ja vor circa 4-5 Jahren die Pille abgesetzt und daraufhin habe ich leider ziemlich starke Rückenakne bekommen. Richtig unangenehm, es hat wehgetan. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt. BH-Träger, oh mein Gott, wenn man da dann genau irgendwie einen Pickel hatte oder so, das war einfach furchtbar. Ich habe wirklich viel ausprobiert, aber irgendwie so richtig weggegangen ist es einfach nie. Und dann wurde mir persönlich selbst Formless Skin empfohlen. Also es war jetzt nicht so, dass die Firma auf mich zugekommen ist, hey Kathi, wir wollen mit dir zusammenarbeiten, sondern ich bin auf die Firma zugegangen, habe gesagt, hey, ich habe Gutes von euch gehört, ich möchte sehr gerne eure Produkte mal testen und ich kann euch sagen, ich habe die 2-3 Wochen benutzt und habe direkt einen großen Unterschied bemerkt. Generell habe ich die Produkte ungefähr 4 Monate genutzt. Ich habe das dann so ein bisschen langsam auslaufen lassen. Das sind ja medizinische Pflegeprodukte. Das heißt, die nutzt man nicht für immer. Ich habe meine Rückenakne komplett wegbekommen. Was natürlich nicht bedeutet, dass mal hin und wieder ein Pickel auf dem Rücken ist oder so. Und da das bei mir damals so gut geholfen hat, kann ich euch wirklich Formless Skin sehr ans Herz legen und wirklich besten Gewissens weiterempfehlen. Ich habe das auch all meinen Freundinnen weiterempfohlen, generell jedem, der mir sagt, dass er irgendein Hautproblem hat. Sei es jetzt Akne oder irgendwie besonders trockene Haut oder Falten, Pigmentstörungen. Formless Skin kann wirklich verschiedenste Hautprobleme lösen. Und zwar müsst ihr einfach mal auf die Website von Formless Skin gehen, die werde ich euch in der Infobox verlinken und da könnt ihr dann ein Quiz zu eurer Haut ausfüllen. Da werden euch verschiedene Fragen gestellt, ihr müsst Fotos von eurer Haut hochladen und dann werden individuell auf eure Hautprobleme zugeschnittene Produkte zu euch nach Hause geschickt. Ihr bekommt eine Anleitung, wie ihr die Produkte benutzen müsst. Hier, was man morgens machen muss, abends machen muss, also hier ist wirklich alles dabei und da habe ich mich auch dran gehalten. Ihr bekommt immer in eurem Set 3 Produkte und zwar einmal natürlich die Formel, die halt speziell auf eure Haut zugeschnitten ist und dann bekommt ihr auch immer noch eine leichte Pflege dabei. Das sieht so aus und auch eine Reinigung und ich habe wirklich auch nur diese Produkte in der Zeit für meinen Rücken angewendet, aber nicht für mein Gesicht übrigens. Ich habe Formless Skin damals für meinen Rücken benutzt, nicht für mein Gesicht, weil im Gesicht habe ich jetzt nicht Akne oder so bekommen, Gott sei Dank, also da bin ich sehr froh drum. Gerade jetzt so im Herbst, Winter ist es auf jeden Fall auch eine gute Idee, mit der Behandlung anzufangen, weil ja, vielleicht wenn ihr auch Probleme mit dem Rücken habt, jetzt trägt man halt keinen Rücken frei mehr, weil es ja jetzt langsam kälter wird. Generell werden aber auch im Herbst, Winter die Hautprobleme häufig schlimmer, so wegen der kalten Luft und der trockenen Heizungsluft, da wird die Haut schnell ein bisschen sensibler. Ich habe auf jeden Fall auch einen Rabattcode für euch, also falls ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, dann lohnt sich das natürlich jetzt besonders. Und zwar mit meinem Code KATIXHERBST bekommt ihr 40% Rabatt auf den ersten und zweiten Monat mit Formless Skin. Alle Infos werden auch nochmal natürlich in der Infobox sein, da könnt ihr sehr gerne mal reinschauen. Ja, und jetzt gehe ich mal runter. Ich hoffe, Philipp hat schon das Podcast-Setup aufgebaut und dann nehmen wir mal eben noch unsere Integration auf. Ich habe Busch im Gesicht. Warte. Hallo. So, ja, Mensch. Schön. So, okay. Ja, wir sitzen wieder in unserem 15.000-Euro Tonstudio, wie ihr sehen könnt. Und werden jetzt mal ein bisschen eine Host-Read-Ad einsprechen für den Podcast. Nachdem wir dann hier fertig waren, ging es schnurstracks auch weiter ins Haus und hier hat Philipp so ein bisschen mitgefilmt. Heute hatten wir zum Beispiel einen Termin mit unserer Architektin und wir sind nochmal die Farben durchgegangen, die wir bei einem anderen Termin schon ausgesucht haben fürs Haus. Und hier seht ihr schon mal so ein paar Farben, die ja, wir auf jeden Fall nutzen werden. Also die werden jetzt nochmal vom Maler angestrichen, also so testweise angestrichen und dann schaue ich mir das Ganze nochmal an. Das werdet ihr bestimmt auf Instagram sehen und wir haben besprochen, welche Wand halt in welcher Farbe sein soll und ja, ich finde das ja total schwierig mit so einem kleinen Farbkärtchen.
Aber wir haben auf jeden Fall auch ein paar dunklere Farben, wie zum Beispiel jetzt hier Palazzo 110 haben wir zum Beispiel auch ausgewählt. Im Schlafzimmer überlegen wir, ob wir was Blaues machen. Also so ein schönes Graublau fände ich, glaube ich, sehr schön mit unserem beigen Bett. Da bin ich aber irgendwie die Einzige, die das gut findet. Philipp findet das nicht so toll. Unsere Architektin sagt auch, das wäre zu viel. Aber ich will eigentlich auch ein bisschen mutig sein. Also so ein schönes Blau. Ich dachte mir, das wäre doch mal was anderes. Hier diskutieren wir deswegen gerade. Ja, und in Philipps Raum, der wird richtig dunkel. Der kriegt richtig ein Dunkelgrau an die Wände. Da bin ich auch gespannt, wie das am Ende aussieht. Ich glaube aber sehr cool. So Leute, wir sind jetzt gerade im Haus mal wieder. Ich hatte schon, glaube ich, erzählt, dass wir heute einen Termin haben. Und hier hat sich ein bisschen was verändert tatsächlich. Ich zeige es euch mal. Und zwar werden jetzt hier so langsam aber sicher die Wände kaputt gemacht. Also erstmal wird es jetzt noch schlimmer, als es sowieso schon aussieht. Aber man sagt ja immer, es muss erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Ja, die haben jetzt hier schon angefangen und hier oben schon alles weggekloppt. Hier, das kommt ja alles weg. Und hier kommt ja eine große Fensterfront hin. Also da bin ich schon so gespannt. Ich glaube, das macht dann hier den Wohnzimmerbereich so viel heller. Ich freue mich da schon richtig drauf. Also ihr könnt euch vorstellen, hier, das wird alles bis zum Kante von dem Fenster, wird alles eine Schiebetür werden. Genau, sehr cool. Und wir bekommen ja auch noch bei uns im Gästezimmer einen Ausgang in den Garten. Da wurde jetzt auch schon begonnen. Und zwar genau hier. Hier kommt auch eine Terrassentür hin und dann kommt man halt direkt in den Garten, weil wir haben ja gar keinen Zugang zum Garten vorher gehabt, außer halt durch die Haustür. Ja, und das wird jetzt hier passieren. Hier in dem Raum ist sowieso nur ein Fenster, deswegen ist es eh ein bisschen dunkel. Deswegen haben wir gesagt, können wir hier einfach noch in den Garten rausgehen. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir waren jetzt richtig lange beim Haus. Einige Stunden. Wir haben ja schon 3:30 und wir haben so einen Kohldampf. Seit dem Frühstück gab es nichts mehr. Hallo. Und ich schmeiße uns jetzt einfach schnell ein paar Wraps zusammen. In eine Pfanne. Das war auch nicht beabsichtigt, dass das heute so Ewigkeiten dauert, aber es war notwendig, dass es so Ewigkeiten dauert. Es gab natürlich wieder, ihr habt es ja auch gesehen, einige... haben die nicht gesehen. Habt ihr nicht gesehen? Nein. Es gibt wieder ein paar Problemchen, aber... Ja, so ist ja nichts Neues, eigentlich immer, wenn es ums Haus geht. Entweder irgendwas wird teurer oder irgendwas geht doch nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Ja, oder auf der wichtigsten Steckdose im Haus ist plötzlich gar kein Strom. So, ich mache uns jetzt gerade hier so ein vegetarisches Like-Gyros in der Pfanne. Und dann mache ich hier diese arabischen Fladenbrote, da kommt der Käse rein, Gurke, Avocado und ein bisschen Salat. Wie geil ist das denn? Und ein bisschen Mayo oder sowas. Ganz easy peasy. Und ich muss noch eine Sache ansprechen, Leute. Und zwar sind wir gerade vom Haus zurück nach Hause gefahren und wir haben leider mal wieder vergessen, uns was zu trinken mitzunehmen für das Haus. Und dann habe ich an der Tankstelle gehalten und für Kathi und mich was zu trinken geholt und Kathi wollte gerne eine Capri-Sonne. Diese Capri-Sonne, ja? Und ich weiß ja jetzt nicht, die Leute, die so in unserem Alter sind, so 30, ne, oder vielleicht noch ein bisschen jünger, 25, die kennen noch die gute alte Capri-Sonne. Inzwischen habe ich mit Erschrecken festgestellt, heißt das Ding Capri-Sun? Aber schon lange. Ja, schon lange, aber das der hat mich eben wieder richtig schwer getroffen. Und was halt auch gar nicht geht, ist dieser Papierstrohhalm. Ja, das war jetzt widerlich, daraus zu trinken. Ja. Aber die Capri-Sonne an sich hat nochmal richtig geil geschmeckt, muss ich sagen. Ein Papierstrohhalm in der Capri-Sonne? Da muss ein Plastik-EU-Richtlinie hin oder her. Alles da muss, für die Umwelt. Ja, da muss ein Plastik... Guck mal hier, das Ding, das löst sich schon auf. Ja, das war widerlich. Ja, also Capri-Sonne, Leute, ne, ist auch nicht mehr das, was immer war. Ja. So, ihr Süßen, wir haben jetzt mittlerweile schon 6:30. Wir waren noch bei der Post, wir waren einkaufen und haben noch dies und jenes gemacht. Ich werde jetzt diesen Vlog schneiden und dann werde ich wahrscheinlich auch noch die nächste Woche planen, was ich so an Content hochlade und so. Und ich sehe auch, dass mein Akku hier fast leer ist. Deswegen ist das jetzt auch eine ganz gute Gelegenheit, diesen Vlog zu beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ja, wahrscheinlich sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Muss ich mal schauen. Eventuell, vielleicht fällt mal eine Woche aus. Ich muss gucken. Ich habe hier gerade meinen Monatsplan vor mir. Genau, ich bin nämlich auch noch, ich verreise ja auch noch diesen Monat. Aber ja, aber ihr werdet es ja sehen, ne? Also bis bald und ich wünsche euch einen schönen Tag, wann auch immer ihr gerade dieses Video schaut. Tschüssi!